Ares. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, dass ich hier absichtlich vorgesorgt habe, dass ich nicht aus Versehen alle Optionen durchgehe mit, ja, bring mich doch mal bitte zu den Söldnern von Lee, weil wenn man das einmal gemacht hat, bringt er einen nicht mehr zu den Wassermagiern. Das heißt, man kann die Quest nicht abschließen und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ist leider verbuggt. Und der Mensch, ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch lösen kann, bestimmt mit irgendeinem Befehl der Konsole, dass man irgendwie die Quest doch abschließt oder sowas. Das geht bestimmt irgendwie. So, dann folgen wir ihm einfach mal. Den Ort kennen wir schon, da waren wir bereits. Und zwar die Ruinen in den Maya-Tempeln. Man kann natürlich auch früher schon die ganze Geschichte hier abschließen, dann mit Laris dort hinten hin hier zu den Tempeldingern gehen und sich da auch EP absahen, weil er die ganzen starken Viecher platt macht. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Ich werde meine Rüstung auch mal anlegen, weil die sieht cool aus und lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Aber das mit die Info mit der Rüstung kannten wir bereits. Ja, wir haben auch diesen Kampfstab gekriegt. Das ist vielleicht für den Magier ganz interessant, weil der Magier Kampfstäbe benutzen kann als Zweihandwaffe. Aber bis wir noch mit Zweihandwaffen kämpfen werden, wird noch ein Weilchen vergehen. Vielleicht sogar während wir die ganze Addon-Geschichte machen. Das werden wir dann sehen. Fürs Erste bleiben wir aber erstmal im Nahkampf. Wegen dem Meisterdegen. Nahkampf auf Einhand wegen dem Meisterdegen. Und ich denke mal, wenn wir eine Zweihandwaffe finden, die mehr Schaden als 100 macht, machen wir das dann. Geht's noch? Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Machen wir das. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, da habe ich jetzt aus dem Konzept gebracht. Solange wir keine Zweihandwaffe finden, die besser ist als 100 Schaden, werden wir es auch eigentlich erstmal lassen. Ich kann auf jeden Fall sagen, nach der Add-on-Welt werden wir auf jeden Fall mit einer Zweihandwaffe kämpfen. Bis dahin werde ich dann auch mindestens die Zweihänder auf Stufe 30 haben. Was natürlich wieder einige Level kostet, aber das bin ich bereit zu investieren. Weil sich sehr, sehr lohnt. Den Weg sind wir schon mal gegangen. Laris wird uns hin und wieder noch anquatschen. Ein bisschen was erzählen, manchmal sagen, ob wir noch können. Die Innos-Statue, warte mal. Warte mal kurz, Laris. Können wir noch mal beten. Ach, wir haben einen Stärkepunkt gekriegt, ist ja sehr, 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 sehr nett.
Vielen Dank, Innos. Und da hinten sehen wir schon die nächste. Mach mir jetzt nicht schlapp. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht. Das meinte ich. Er quatscht uns jetzt die ganze Zeit hin und wieder mal an. Und sagt, ja, kannst du doch und bla und hast du nicht gesehen. Wir werden auf jeden Fall gleich noch einmal mit Laris gehen. Sobald wir wieder zurück in der Stadt sind. Aber wir haben ja die Teleporter. Ich freue mich schon, wenn wir, wie im ersten Teil, die Runen bekommen, um uns so zu teleportieren. Das wird einiges einfacher machen. Entschuldigung. Irgendwie kurz verschluckt. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Lass uns weitergehen. Bleib. Haben wir ein bisschen was erfahren. Diese Steinwächter, davon haben wir schon einen gesehen, als wir den Steinkreis aktiviert haben. Der hat natürlich einiges an Bedeutung. Und wir werden auch bald eine Quest bekommen, wo wir diese Steinkreise aktivieren sollen. Und da habe ich den halt beim Großbauern schon gemacht, damit ich nicht noch einmal dahin latschen muss. Ein Ornament hatte Laris, eins haben wir jetzt mitgenommen, also das, den Steinkreis, den wir gemacht haben. Dann wissen wir das eine noch bei dem normalen Bauern von, wie hieß der nochmal? Kannst du noch? Ja! Ja, lass uns weiter. Bleib dich. Wie hieß denn der noch einmal? Lobart? Ich habe einen schönen Soundbug. Jetzt ist es weg. Was? Lobart? Ich weiß es nicht mehr, aber ganz am Anfang war ja auch noch so ein Steinkreis. Dann müssen, gibt es noch einen. Den haben wir bisher noch nicht gesehen. So. Hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Ja, ja, die Snapper hier habe ich schon gekillt. bei einem nicht gewollten Besuch eigentlich, aber das hätte ich mir eigentlich auch selber denken können. Aber ich dachte schon, der hängt sich jetzt da auf. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Ja, ja, ist ja okay. Und wenn wir jetzt hier noch rumrennen würden, wird er zu uns laden und sagen, ja, dann soll ich direkt zu Saturas gehen. So, eigentlich würden wir jetzt zum ersten Mal hier sein und dann so voll krass so, was? Was ist denn das hier? Ja, aber hier waren wir leider schon. Damit habe ich so ein bisschen den Moment versaut und man kann hier sich so ein bisschen umgucken, weil ich weiß, dass hier vielleicht irgendwo ein paar Sachen in den Ecken rumliegen. Ich weiß allerdings nicht mehr wo, ich weiß nur, dass an manchen Stellen hier irgendwo was rumliegt. Deswegen laufe ich das hier gerade mal so ein bisschen ab. Die Viecher hier haben wir natürlich auch schon umgeklatscht, alle. Na, hier war das nicht. Ich meine, hier war noch irgendwo eine Steintafel und ein paar Tränkchen. Mal gucken. Ob ich das finde oder nicht. Hier waren die Goblin-Skelette. Sehr unangenehme Zeitgenossen. Hier haben wir nichts. Eine Nische. Und hier haben wir auch nichts. Okay, das war's. Das war die Add-on-Welt. Gehen wir wieder.
Gehen wir weiter. Wir speichern mal. Das erste Mal haben wir in der Stadt gespeichert. Das wird ziemlich mies, wenn wir jetzt nochmal von da irgendwie anfangen müssen. So, da hinten sehen wir schon mal einen Wassermagier. Und hier versteckt sich eine Steintafel. Guten Tag, der Herr. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ja, wer erinnert sich an diese Videosequenz? Als wir mit Milton die Magie des Erzhaufens gestohlen haben. Für Urizil. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Der hat absolut keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Natürlich. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Okay, das machen wir. Saturas ist nicht so gut auf uns zu sprechen. Zu Recht, aber er will uns natürlich auch nicht zuhören. Anstatt, dass wir ihm einfach sagen, wofür wir das wirklich gebraucht haben und dass wir dann doch den Schläfer besiegt haben und so weiter. Hallo Riordian! Hey! Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten.
Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Sorry. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Da habe ich mich kurz verschluckt. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Habe ich mich gerade erstmal fast gestorben hier. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Wir könnten das Irrlicht trainieren, aber ich werde das Irrlicht sowieso nicht wirklich benutzen. So. Oh, es ist ganz schön dunkel hier. Ich werde mal eine Fackel anmachen. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück zu Satoras. Vielleicht hat er uns noch was zu sagen. Hey, du. Nee. So. Sorry für das Husten. Dann gehen wir mal weiter. So, wir kennen diesen Teil ja schon. Hier sind wir rausgekommen, als wir in den Teleporter reingegangen sind. Und hier ist es echt sehr dunkel. Hier unten war eine Steintafel übrigens. Liegt hier sonst noch was rum? Was sieht mich da noch aus? Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, hier haben wir weitere alte Bekannte, Kronos. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Oh, Tränke, danke, die nehme ich mit. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind.